Ja, jeder kennt diesen eigenartigen Reflex. Gähnt das Gegenüber, so gehen wir oft automatisch mit. Warum aber steckt das Gähnen überhaupt an und welchen Zweck hat das Gähnen? Das und mehr wollen wir in diesem Video klären. Bis gleich. Tja, in der Forschung ist man sich gar nicht so sicher, warum man überhaupt gähnt, denn wie für alles gibt es einfach mehrere Gründe. Allerdings schaut man sich an, was im Körper passiert, wenn man gähnt. Dann wird zumindest der Zweck des Gähnens klar. Denn Gähnen dient der Gehirnregulation und steigert unsere Leistungsfähigkeit. Gähnt man, erhöht sich der Blutdruck, die Herzrate steigt und unser Gehirn wird mit Sauerstoff und Energie versorgt. Das Gähnen trägt also dazu bei, dass unser Gehirn sich abkühlt und wieder auf Arbeitstemperatur kommt. Das tritt besonders dann auf, wenn wir uns zwingen, wach zu bleiben und viel weniger, wenn wir müde sind. Beobachte das doch mal oder erinnere dich zurück, wann du häufiger gähnst. Ist es kurz vor dem Schlafengehen oder doch eher dann, wenn du versuchst, dich wach zu halten. Und hier nochmal kurz ein umstrittener Funfact am Rande, der diese Abkühlungshypothese unterstützt. Die Universität Albani hat festgestellt, dass wer sich ein Kühlpad an die Stirn hält oder überwiegend durch die Nase atmet, gähnt signifikant weniger und lässt sich auch weniger stark von anderen mit dem Gähnen anstecken. Aber apropos anstecken. Gähnen ist furchtbar ansteckend. Selbst wenn wir gar nicht mitgähnen wollen, so fällt es doch manchmal schwer, das zu unterdrücken. Es reicht allein manchmal schon, die gedankliche, bildliche Vorstellung darüber, dass jemand gähnt und schon setzen sich unsere Kaumuskeln in Bewegung. Ihr könnt es gerne mal ausprobieren. Stellt euch einfach einen gähnenden Menschen vor. Bei dem einen wirkt das und beim anderen eher nicht. Aber die Frage eigentlich ist, warum lassen wir uns eigentlich so zum Mitgähnen mitreißen? Auch bei dieser Frage gilt, dass es mehrere Gründe gibt. Aber Forscher haben hierzu einen sehr interessanten evolutionspsychologischen Erklärungsansatz entdeckt. Denn wie bereits erwähnt, signalisiert das Gähnen eine höhere Hirntemperatur, die mit einer geminderten Leistungsfähigkeit einhergeht. Und das ist besonders in damaligen Zeiten für eine soziale Gruppe fatal gewesen, denn wer kognitiv überlastet ist und dadurch unvorsichtig und unwachsam wird, der steigert das Risiko, eine mögliche Gefahr zu übersehen und überraschend angegriffen zu werden. Diese Schwäche einer sozialen Gruppe kann aber durchaus ausgeglichen werden, wenn, und ja, ihr ahnt es schon, wenn die anderen mitgähnen. Auf diese Weise kann die Leistungsfähigkeit nämlich gesteigert werden und damit auch die Gesamtaufmerksamkeit. Wer gähnt, war damals also sowas wie das schwächste Glied der Kette und das musste reguliert werden. Anscheinend ist es also so, dass das Gähnen einen sozialen Zweck erfüllt und damit auch ein Mechanismus für die reale soziale Welt ist. Aber wie schaut es für die virtuelle Realität aus? Gelten da dieselben Regeln? Lassen wir uns in virtuellen Realitäten auch von anderen anstecken oder gelten dort andere Regeln? Das wollten Wissenschaftler der Universität New York wissen und ließen Probanden in eine virtuelle Büroumgebung eintauchen. In dieser virtuellen Welt stand ein Schreibtisch mit einem Bildschirm darauf. Auf diesem war ein Video eines gähnenden Mannes zu sehen. Im ersten Schritt untersuchten die Forscher, ob sich die gewöhnliche Ansteckungsrate vom Gähnen bei einem Prozentsatz von 30-60% auch in der virtuellen Realität zeigt. Und wie die Forscher es erwartet haben, ließen sich 38% der Probanden vom Gähnen des Mannes anstecken. Das ist allerdings wenig überraschend, denn bereits aus vorangegangenen Untersuchungen wissen wir, dass Gähnen sich über allerlei Medien übertragen lässt, sei es Bild, Animationen, Videos und viele mehr. Im zweiten Schritt allerdings setzten die Wissenschaftler noch einen drauf und entdeckten auf diese Weise die Grenzen über die Ansteckungswirkung des Gähnens in virtuellen Realitäten. Aus vergangener Forschung ist lange bekannt, dass Menschen aus Höflichkeit weniger gähnen, wenn sie beobachtet werden, da das anderenfalls Ausdruck von Langeweile und fehlendem Anstand sein könnte. Und solange der Versuchsleiter im Experiment mit den Probanden in einem Raum blieb, war auch genau das zu beobachten. Die Probanden gähnten weniger und ließen sich auch weniger anstecken. Aber was passiert, wenn der Versuchsleiter den Raum verlässt und den Probanden stattdessen ein virtueller Versuchsleiter vorgesetzt wird? Ganz einfach. Die Probanden gähnten, als gäbe es kein Morgen mehr. Sie haben deutlich, signifikant mehr mitgegähnt als unter der realen Anwesenheit eines Versuchsleiters. Man kann also mutmaßen, dass wir in der virtuellen Realität auch dazu neigen mitzugehen, aber virtuelle Figuren als Wesen nicht sozial genug sind, um das Gähnen aus Höflichkeit zu unterdrücken. Wobei man das Ergebnis allerdings mit Vorsicht genießen sollte. Anzumerken ist, dass die virtuelle Figur im Experiment offensichtlich nicht gerade der grafische Knaller ist. Nach
dem sogenannten Uncanny Valley-Effekt wirken künstliche Figuren unbehaglich auf uns, wenn sie allzu sehr menschenähnlich gestaltet sind, aber eben nicht perfekt. Lieber haben wir es, wenn wir entweder a. klar zwischen virtuell und real differenzieren können oder b. der dargestellte Mensch perfekt ist. Daher kann der Uncanny Valley-Effekt bzw. die Attraktivität ein Faktor sein, der diese sozialen Gähnregeln durchaus beeinflussen könnte. Auch spielt es eine nicht unwesentliche Rolle, welche Art der Beziehung wir zu der virtuellen Figur aufgebaut haben. Eine Frage, die sich daraus ergibt, wäre, ob sich der Grad einer parasozialen Beziehung auf das Höflichkeitsverhalten auswirken könnte. Vielleicht steigt damit die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns wieder an soziale Regelwerke halten. Denn beides, also die Attraktivität und die parasoziale Beziehung, sorgen dafür, dass wir ein gesteigertes Maß an Empathie empfinden. Und Empathie ist für Scannen wichtig. Denn je empathischer ein Mensch ist, desto eher lässt er sich auch dazu verleiten, mitzugehen. Das ist aus ganz vielen Studien bereits bekannt. Allerdings lassen sich nicht nur Menschen beim Gähnen anstecken. Eine Studie der Uni London hat gezeigt, dass sich sogar Hunde vom menschlichen Gähnen anstecken lassen. Gähnte der Versuchsleiter in Anwesenheit der Hunde, so ließen sich in diesem Fall 21 von 29 Hunde davon anstecken, während in der Kontrollgruppe, in der der Versuchsleiter nicht vor den Hunden gähnte, auch entsprechend keiner der Hunde gähnte. Der Fakt, dass neben den Menschen auch andere Arten von Lebewesen gähnen, zeigt, dass Gähnen im Verlauf der Geschichte einen evolutionären Vorteil dargestellt haben muss. Um welchen es sich dabei allerdings handelt, das steht leider noch nicht hundertprozentig fest. Wenn du dich jetzt noch mehr mit der Psychologie bzw. der Frage, warum bestimmte Verhaltensweisen so ansteckend sind, beschäftigen möchtest, dann empfehle ich dir hier auf dem Kanal ein Video zum Thema. Schau es dir unbedingt an, denn mitunter geht es auch um das Thema, warum Lachen so ansteckend ist. So, und das war's jetzt erstmal von meiner Stelle aus. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, es war interessant für euch. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Mal irgendwann wieder. Und bis dahin habt eine gute Zeit. Macht's gut, haut rein und tschüss.